Und weiter geht's mit einer neuen Folge hier in The Hunter Call of the Wild. Und was ist wichtiger als dieses zu testen? Gänse ballern auf Hirschfelden. Und wir hatten ja vor nicht allzu langer Zeit hier schon diesen Spot angelegt. Da gibt es ja schon ein Video zu. Und jetzt probieren wir es natürlich nach dem letzten DLC, wo alles besser sein soll. Und wir gucken natürlich, wie die Gänse reagieren und locken dann hier erstmal ordentlich die Gänse an. Versuchen sie einmal im Flug zu kriegen, aber eben auch schön auf dem Grund mit den neuen Waffen. Tröten wir los? Bock, bock, Alden. Abgetrödet. Wir gockeln hier ein bisschen rum. Und machen uns dann aber auch auf hier an diesen Spot. Wie gesagt, schon im letzten Gänsejagdvideo ja hier aufgebaut das Ganze. Wir haben hier einmal auf der rechten und auf der linken Seite jeweils eine Lock Area. Das Zelt direkt in der Nähe für die Versorgung. Ein bisschen zurückgelegt, ein bisschen getarnt. Und dann hier zusätzlich auch nochmal dieses Rondell, dieses Tarnzelt. Mit der Möglichkeit eben hier in beide Richtungen das Feld, also auch den Untergrund quasi zu sehen. Ne, sonst bei so einer Schrägen ist es manchmal so, dass man hier so gerade rüber gucken kann. Aber hier, weil es die Schräge eben erlaubt, haben wir hier wirklich freie Fläche, freies Feld vor uns und können da super die Felder eben beäugen. Und ja, wir können natürlich auch von hier aus die Waldränder genau angucken. Da war ja gerade schon ein Ruf von einem Fuchs. Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Die nehmen wir auch gerne mit unterwegs. Oder auch Hirsche, Dammhirsch und so. Nehmen wir natürlich auch noch gerne mit. So, aber es sieht gerade nicht so aus, als ob hier irgendetwas in der Nähe ist. Das heißt, wir legen gleich los, fangen hier an zu callen und rufen die Gänse. Machen wir nochmal eben auf. Ja, da ist auch weit und breit gerade. Doch, da ist er. Ha! Guck mal, ein Reh. Ein Reh, das können wir mit dem 9223 mal probieren. 100 Meter entfernt. Da ist es, das 223. Wir klippen auf 75 Meter. Klippen. Wir gehen auf 75 Meter. Und. Sollten doch ganz gut getroffen haben. War es nur das eine oder war da noch ein zweites? Ne, es war nur das eine. 75 Meter und da liegt es. Das schauen wir uns in jedem Fall nochmal an. Momentan ist ja noch nichts zu hören von den Gänsen. Sobald wir was sehen, locke ich sie natürlich an. Und ist es denn wahr, Alter? Da war doch noch ein zweites. Ja, ist es denn? Und ich dachte gerade schon, ich hab da doch noch was gesehen. Das war aber jetzt schlecht getroffen. Das war deutlich zu weit hinten getroffen. Aber auch das liegt. Ja, erster Einsatz der Zarza 15 Kaliber 223 hier auf Hirschfelden auf Reh. Und da muss man sagen, das ist tatsächlich so... Ja, fast so die Idealmunition, ne? Auf das Reh, gut getroffen, hat gut funktioniert hier auf knapp 90 Meter. Bisschen drüber geaimt, auf 75 genullt, passte gut. Jetzt bei dem zweiten haben wir wahrscheinlich weiter hinten getroffen. Und während ich hier hinlaufe, sehen wir auch gerade schon die erste Gänsemannschaft hier. Ich null mal auf 100 Meter und probiere mein Glück im Flug. Tja, und damit sind dann natürlich schon die ersten, das erste Magazin ist durch. Es sind halt nur 5 Schuss. Heißt also, wir müssen, ja, wir müssen da deutlich besser noch erstmal üben. War aber schon klar, gerade auch vom Winkel her schwierig. Ich versuche es jetzt nochmal aus diesem Winkel. Auf 100, das sieht auch gut aus. Das auch. Und da sind wir wieder durch. Da kriegen wir aber vielleicht doch noch welche jetzt aus dem ganz flachen Winkel.
ganz spitz. Aber mit 100, ne. Sind wir da jetzt auch schon durch. 5 Schuss ist für diese Art, würde ich sagen, grenzwertig. Grenzwertig. Wäre tatsächlich doch deutlich entspannter gewesen mit ebenfalls 10 Schuss. Genau wie die Virant. Verstehe ich auch nicht so ganz. Hätte ein deutlich größeres Magazin haben können, ne? Hätte sogar noch mehr haben können. Oder? Klarer Fall, oder? So ein Ballermann, Alten. Nicht schlecht. Ich pflück die mal eben hier. Also der erste Anflug auch schon. Jetzt haben wir gar nicht auf das Reh geachtet, wo da die Treffer drin waren. Naja. Silberwertung hier bei den Gänsen. Aber Schwerpunkt sind ja auch gerade die Gänse. Ist halt geil, ne? Gerade wenn die so weiß sind, mega. Finde ich mega geil. Hybridbraun genannt. Naja. Ich finde das so in diesem Weißen super geil. Keine Albinos. Gibt es eigentlich Albino-Gänse? Habe ich, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Ey. Also, ich renne mal wieder zurück. Und da liegen noch ein paar mehr. Ja, der Wert der geschossenen Gänse, der wurde ja auch ein wenig reduziert. Wir haben jetzt hier in dem Fall 600 Silber oder Geld bekommen. In der Vergangenheit lag ja mal gerne bei 900 bis 1000. Da haben wir es, 602 und XP 135. Ja, und hier eine etwas bessere Wertung, Silberwertung, 700 Geld und 196. Passt aber im Großen und Ganzen dafür, dass man dann doch relativ simpel die Gänse eben auch wegballern kann. Und auch die Vielzahl, da ist das doch ganz okay. Die Frage ist halt, wie viele flattern jetzt hier rum? Ist die Frequenz immer noch so hoch? Lohnt es sich? Vom Spaßfaktor muss ich sagen, ist das schon ziemlich weit oben. Ich finde, es macht halt immer wieder Bock, gerade eben auch dieses Rumprobieren in der oder aus der Luft halt auch herausschießen, macht halt mega Bock. Ich warte in der Regel gar nicht so lange, bis sie sich hingesetzt haben, bis sie landen. Im Normalfall gehe ich halt wirklich drauf ein und baller dann halt direkt in die Luft. Einfach auch ein bisschen, um das schwieriger zu gestalten. Einfach auch für den Spaß. Ja, ich call noch mal ein bisschen rum und hoffe, dass wir noch welche hier jetzt zum Landen bringen können. Gleich nochmal Geruchsneutralisierer drauf. Der Wind steht ja gerade übelst schlecht, genau hier in dieser Area. Ich hoffe, dass sie sich nicht so sehr davon beeinflussen lassen. Und da kommt der erste Schwarm auch schon wieder an. Oder der zweite Schwarm. Sieben Stück sind es. So langsam kommen wir da auch schon mal in die Nähe. Oder sie kommen immer näher. Sind aus der Dreiecks- oder aus dieser Formation raus. Und das heißt, sie kommen hier an und wollen wahrscheinlich landen. Und wir gackern hier nochmal ordentlich rum. Ich bin gespannt hier, wie das ist mit dem Mief. Ich mache nochmal Geruchsneutralisierer drauf. Unten rechts sehen wir jetzt hier die Anzeige, dass er läuft. Und ich glaube, sie gehen runter. Noch sieht es gut aus. Er sieht gut aus. Wir testen schon mal die Entfernung. Bis hier vorne hin, ungefähr 90 Meter. Landen die da auch wirklich? Ja, sie gehen da runter und sie landen tatsächlich hervorragend gelandet. Sehr schön. 5 Stück. Nice. Super nice. Super nice. Sieht sehr, sehr geil aus. Jetzt wäre das natürlich ideal. Und da hinten kommt schon der nächste Schwarm. Ich gackere noch mal ein bisschen weiter. Das heißt, wir könnten jetzt hier natürlich entweder No-Scope oder halt mit Scope agieren. Ich probiere mal No-Scope und lege hier einfach mal los.
Oha. Gar nicht so einfach dann. Vielleicht doch lieber mit Scope. Reload mal schneller. Na, jetzt sind sie. Jetzt da mal. Zack. Und da fliegen auch noch welche. Alter, da müssen wir nochmal nach-aimen. Die kriegen wir aber noch. Auf 100. Na? Das war's auch schon wieder. Na, ist es denn? Tricky das Ganze. Aber trotzdem cool. Ich muss sagen, ich würde trotz allem die Virant bevorzugen. Oder natürlich die zuletzt gekaufte Pumpgun mit Vogelschrot. Einfach wegen der Geschwindigkeit. 5 Schuss bei so vielen Tieren auf so kurzer Distanz ist ein bisschen wenig. Da sehe ich die Waffe dann doch eher bei Kaninchen, Hasen und Co. Oder bei Einzelnen, bei Truthähnen. War ja jetzt im letzten Video perfekt zu sehen. 5 Truthähne, 5 Schuss, Diamond weggeschossen. Im DLC-Vorstellungsvideo hat das super funktioniert. Hier jetzt auch nochmal eine Goldwertung. Gold schmeckt allen. Immer gerne auch mal so eine Goldgans mitgenommen, ey. Geil, ey. Schönes Ding. Schönes Ding. Mega, ey. Sehr geil. Hat sich doch noch schon wieder gelohnt. 700 noch was an Geld. Und XP-se passen auch. Da kommt schon der nächste Schwarm. Also die Frequenz ist da. Kann man nicht anders sagen. Sie landen wieder. Auch das ist natürlich top. Und wenn man hier einen guten Spot hat, dann kann man das auch gut ausnutzen. Sie gehen wieder hoch. Die gehen direkt wieder hoch. Ich gehe auf 50 Meter. Und nochmal direkt Reload. 2 Stück sind unten. Ja, dauert zu lange. Dauert zu lange, ganz klar. Das dauert zu lange. Ah, ich dachte, ich kriege einen Full House. Jetzt sind wir auf 100 vielleicht schon. Den noch. Und den auch noch. Die anderen lassen wir ziehen. Ja, also, wie gesagt, es funktioniert. Es funktioniert gut. Es funktioniert einfach, ich würde sagen, mit einer anderen Waffe deutlich besser. Was ich trotzdem mega geil finde, ist der Sound. Es ist so ein schöner, dumpfer, satter Sound. Es fühlt sich wirklich vernünftig an, der Ballermann. Auch wieder Gold. Krass. Nächste Gold hier weggeballert. Wenn man das noch ausstellen könnte, ne? Kalali, halalo. Das wäre zu geil. Ja, also, es macht Spaß damit. Es ist, da kommen die nächsten an. Es ist ein satter Sound. Und ich würde sagen, es lohnt sich tatsächlich, damit es mal zu probieren. Aber es ist halt viel Testerei, ne? Also gerade aus der Luft schießen war mit der Virant irgendwie ein bisschen praktischer, weil man halt auch mal noch ein bisschen was verjubeln konnte. Aber die Schussfrequenz ist geil, ey. Und dann ist das auch wenig Verziehen dabei. Das ist eben auch das Gute. Ne, dennoch. Naja, das ist das, ne? Kannst du mit den ersten paar testen. Den auch noch gekriegt, okay. Da fallen noch ein paar vom Himmel. Naja, also, ich grab mir mal hier die Gockel. Und wir gucken mal. Ja, da sind überall halt noch ein paar gute dabei. So muss das sein. Vielleicht sogar noch ein Diamond gleich dabei. Wäre natürlich auch nicht schlecht. Die ganzen, und es wurde ja einiges auch resettet. Ich freue mich auch auf die neu resetteten Maps. Die 4 Maps, die man wieder neu sich angucken kann, wo die Location neu überarbeitet worden sind. Ich baller hier aber erstmal noch ein bisschen rum,
Weidmanns Heil, ihr Lümmels. Wenn euch das Ganze geholfen hat, gerne einen Daumen da lassen fürs Video, den Kanal abonnieren, wenn noch nicht geschehen. Das hilft wahnsinnig. Vielen Dank dafür. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Weidmanns Heil. Bis dahin.